Hallo und herzlich willkommen bei Bettags Malschule. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit Ölpastell ein realistisches Porträt malen kann. Künstlerölpastelle sind ein optimales Medium, um schnell und einfach ölähnliche Effekte zu erzeugen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man mit der Künstlerqualität arbeitet und nicht mit den Kindermalfarben, die man überall preisgünstig bekommen kann. Die guten Ölpastelle gibt es in Deutschland nur von Sennelier und Carandasch. Diese Qualität hat natürlich ihren Preis, aber man wird durch die Ergebnisse wieder voll entschädigt. In der Regel braucht man nicht das ganze Sortiment einer Marke, sondern je nach Motivwahl zwischen 12 und 36 Farbtönen. Beide Marken, Sennelier und Carandasch, lassen sich untereinander mischen und vertragen sich recht gut, sodass man damit tolle Effekte zaubern kann. Für feine Striche und Details verwende ich die Derwent-Zeichenstifte, die gut mit Ölpastell mischbar sind und mit denen man realistische Effekte erzeugen kann. Ich male meist auf einem speziell präparierten Karton oder auf einer Malplatte, die mit Gesso grundiert wurde. Ein getönter Malgrund, wie in meinem Beispiel, ist ideal und bringt die Farben so richtig schön zum Leuchten. Wie man den Malgrund für Ölpastell präpariert, zeige ich ausführlich in meinem neuen Buch. Aber jetzt zur Technik. Meist beginne ich mit einer Vorzeichnung, die ich mit den Derwent-Stiften anlege. Die Details und die Hell-Dunkel-Effekte, also die Schatten und die Lichtseite, deute ich bereits in der Skizze an. So entsteht eine farbige Zeichnung, die als Unterbau für die Ölpastellfarbe dient und anschließend gut bearbeitet werden kann. Mit Ölpastell lege ich erst einmal die Grundfarbe an. Die Farbe wird dünn über die Zeichnung gestrichelt. Sie darf nicht zu dick aufgetragen werden, sonst behindert sie den weiteren Farbauftrag, der sich schnell mit der ersten Schicht vermischen würde. Diese erste Schicht verschmelze ich mit einem Borstenpinsel. Damit dies besser gelingt, tauche ich ihn in Isopropanolalkohol. Es reicht schon ein kleiner Tropfen, um die Farbe geschmeidiger zu machen. Das Ölpastell wird flächiger und auch etwas dünner, sodass weitere, hellere Farbschichten besser haften. Auch diese werden wieder mit dem Borstenpinsel verschmolzen und verdichtet. Dadurch entstehen die ersten Hell-Dunkel-Effekte auf der Haut. Das Verschmelzen muss unbedingt mit einem Borstenpinsel gemacht werden. Ein weicher Pinsel kann die Farbe nicht bearbeiten. Auch ein Verwischen mit den Fingern bringt in diesem Stadium nicht den gewünschten Erfolg. Ich arbeite in kleinen Schritten, partiziell, um den Überblick zu behalten und um die Farbe nicht zu verschmieren. Auf diese erste Farbschicht kommt jetzt der Grundton für die Schatten. Das rötliche Braun kann man jetzt vorsichtig mit den Fingern verwischen, denn die unteren Schichten bieten jetzt genügend Halt für die darüberliegenden. Mit dem Papierwischer glätte ich die Farbschicht und verschmelze die hellen und dunklen Areale ineinander. Der Papierwischer ist dafür ideal, weil man mit ihm auch Details und kleinere Flächen bearbeiten kann. Der Druck auf die Spitze sollte gering sein. Bei zu starkem Druck werden die unteren Schichten angelöst und es entstehen unschöne Vermischungen der Töne. Jetzt ist es Zeit für die Details im Gesicht. Ich verwende erst einmal einen schwarzen Carbonstift. Die Stifte von Lyra sind dafür ideal. Mit dem Stift arbeite ich die Linien für die Augen, Nase und Mund nach und setze die Basis für die weitere Ausarbeitung mit Farbe.
Für die Details verwende ich die Derwent Zeichenstifte, die auf der noch dünnen Ölpastellfarbe gut haften und sich auch mit dem Ölpastell verblenden lassen. Mit den Stiften entstehen auch die Schatten am Kinn und um die Nase herum. Damit ein fließender Übergang entstehen kann, werden die Striche der Stifte mit dem Papierwischer in das Ölpastell verblendet und verwischt. Nachdem ich das Gesicht mit Ölpastell überarbeitet habe, kommen die Derwent Zeichenstifte noch einmal zum Einsatz. Sie haften auch auf pastoseren, dicken Schichten ganz gut und so kann man Details damit überarbeiten oder ergänzen. Die weiteren Licht- und Schatteneffekte werden mit Ölpastell aufgetragen und mit dem Papierwischer verschmolzen. Die eigentliche Kunst beim Ölpastell liegt darin, dass man nicht zu viel Farbe aufträgt, aber auch nicht zu wenig. Die genaue Dosis muss stimmen. Zu wenig Farbe erzeugt Lücken im Farbfilm, zu viel verschmiert und erzeugt schmutzige Farbareale. Mit den gut angespitzten Derwent-Zeichenstiften werden jetzt weitere Details gesetzt und Schatten verstärkt. Die weichen Stifte sollten mit wenig Druck über die Ölpastellfarbe gezogen werden. Ist der Druck zu groß, wird das Ölpastell abgeschabt und der Malgrund tritt wieder hervor. Deshalb ist ein vorsichtiges Arbeiten angesagt. Spitzlichter und Lichteffekte entstehen jetzt mit dem Weiß von Sennelier. Das Weiß ist sehr kräftig und deckend und lässt sich sehr geschmeidig mit der Spitze des Papierwischers aufnehmen. Auch hier muss man vorsichtig arbeiten, damit die untere Farbschicht nicht beschädigt wird. Ich setze kleine, zarte Striche, nicht zu viel, lieber ein zweites Mal überstreichen, um den gewünschten Effekt zu bekommen. Nun ist das Porträt in den Grundzügen fertig, aber noch nicht das Bild. Auf den Kopf kommt noch ein Fischhut, der ebenfalls in der gleichen Technik gemalt wird. In der Zwischenzeit habe ich den Hintergrund mit einem dunklen Ton ausgemalt und anschließend mit Alkohol in der Fläche verschmolzen. So ist eine homogene Farbfläche entstanden, auf die ich mit einem weißen Derwent-Zeichenstift das Motiv skizzieren kann. Die rote Grundfarbe wird mit dem Papierwischer geklättet und flächiger verteilt. Anschließend kommen mit den Zeichenstiften die Details dazu. Erst einmal mit Schwarz, das auch gleich als Schatteneffekt genutzt wird. Später dann mit Weiß für die ersten Lichteffekte. Damit die Lichteffekte aber so richtig zur Geltung kommen, verdünne ich das Weiß von Sennelier mit einigen wenigen Tropfen Terpentin und vermale es wie eine Ölfarbe mit einem kleinen Borstenpinsel. Es fehlen jetzt noch einige markante Lichteffekte im Gesicht. Die entstehen wieder mit dem Sennelier-Weiß. Ich trage die Farbe diesmal direkt mit dem Stift auf und setze kräftige Striche. Mit dem Borstenpinsel schwäche ich das Weiß etwas ab und verschmelze es zu weichen Übergängen. Durch diese Hell-Dunkel-Effekte wird das Porträt plastischer. Kleinere Spitzlichter und Spiegelungen auf der Haut entstehen wieder mit dem Weiß von Sennelier. Mit dem kleinen Borstenpinsel kann man sehr feine Striche und Effekte erzeugen. Am fertigen Bild kann man sehen, wie schnell mit Ölpastell ein realistisches Gemälde im ölfarbenähnlichen Stil entstanden ist. Prinzipiell ohne Lösemittel und der ganzen Schmiererei, die der Ölfarbe innewohnt. Die Technik ist meiner Meinung nach für kleine Formate ganz gut. Bis zu einer Größe von 60 x 80 cm kann man ganz gut arbeiten. Größer geht zwar auch, aber der Reiz liegt doch eher im kleinen, überschaubaren Format.
Wenn Sie jetzt mehr über Ölpastelle erfahren möchten und welche Techniken damit möglich sind, dann können Sie das in meinem neuen Handbuch zur Ölpastellmalerei nachlesen. Es ist im Buchhandel oder direkt beim Verlag erhältlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und übrigens auf meinem YouTube-Kanal finden Sie noch weitere Videos zur Ölpastellmalerei.